Hallo, liebe Kinder. Mein Name ist Uli Schneider. Ich bin der Kontrabasslehrer in der Musikschule Langenfeld und ich möchte euch heute was erzählen über die Familie der Streichinstrumente. Wie ihr jetzt seht, habe ich hier meinen eigenen Kontrabass dabei. Und damit ihr zunächst erstmal wisst, wie der klingt, spiele ich euch mal ein Lied vor. Bestimmt alle erkannt und wie ihr gesehen habt, habe ich mein Instrument mit dem Bogen gestrichen. Das ist jetzt nicht nur beim Kontrabass so, sondern auch bei der Geige, der Bratsche und dem Cello. Es gibt kleine Unterschiede zwischen den Streichinstrumenten, dennoch haben die ganz viele Gemeinsamkeiten, deswegen heißt die Familie auch Streichinstrumente. Zum Beispiel haben alle Streichinstrumente diese vier Schnüre, wie ihr hier seht, die nennt man Saiten. Und wenn ich die jetzt einzeln mal spiele, kann man hören, dass die immer tiefer werden, je dicker die Saite ist. Und ihr habt jetzt auch gesehen, wie ich die gezupft habe. Beim Streichen würde das so klingen. Noch eine Gemeinsamkeit, die es gibt, sind hier oben diese kleinen Schrauben. Auch die habe ich bei jedem Streichinstrument. Was passiert, wenn ich daran drehe? Ich zeige es euch mal. Wie ihr gehört habt, kann ich hier den Ton eben verändern, höher oder tiefer, sodass mein Instrument richtig eingestellt ist. Könnt euch ja bestimmt vorstellen, wenn zum Beispiel 20 Kinder zusammen ein Streichinstrument spielen und jeder hat andere Töne auf seinem Instrument, dass das ganz schön komisch klingt. Und deswegen müssen wir immer dafür sorgen, dass die Töne gleich klingen. So, was haben wir noch? Ihr seht hier, habe ich ein kleines Holzbrett. Das heißt Steg. Hier drauf werden die Saiten gespannt, damit überhaupt ein Ton rauskommt. Das ist ungefähr ähnlich, wie wenn ihr ein Gummiband nehmt und das ganz locker zwischen die Finger nehmt und versucht, da dran zu ziehen, dann kommt da auch kein Ton raus. Das heißt, ihr müsst das Gummiband ein bisschen auseinanderziehen. Und wenn ihr dann anfangt, das Gummiband zu spielen, kommen da Töne raus. Deswegen haben wir hier auch an unserem Streichinstrument diesen Steg. So, jetzt haben sich bestimmt schon einige von euch gefragt, naja, ist ein ziemlich großes Instrument, wie soll ich jetzt mit meinen 5 oder 6 Jahren dieses Instrument spielen? Es ist jetzt genauso wie mit den Schuhen, ihr könnt sehen, ich habe hier meine schönen Hausschuhe an, Schuhgröße 43 und du hast vielleicht die Schuhgröße 30 oder 31. Und genauso gibt es auch Kinderkontrabässe. Die sind dann viel kleiner als den, den ihr gerade von mir gesehen habt. Aber klingen tun die genauso. Das zeige ich euch jetzt mal. So, schaut mal. Ich streiche jetzt mal die Saiten. Habt also gehört, die klingen ganz genauso. Und mit Kontrabässen in dieser Größe können Kinder ab 6 Jahren ohne Probleme spielen. Es gibt sogar noch viel kleinere Kontrabässe, mit denen sogar vierjährige Kinder spielen können. So, das war es jetzt von meiner Seite zum Kontrabass. Und ihr seht auch gleich noch ein Video mit der Geige und der Bratsche und auch ein Video zum Cello. Vielleicht fallen euch ja noch einige Unterschiede zu den Gemeinsamkeiten, die ich euch genannt habe, auf.
Ich sage euch schon mal Tschüss und hoffentlich bald einmal in persönlich. Tschüss! Hallo zusammen, ich stelle euch hier das kleinste Streichinstrument vor. Das ist die Geige, auch Violine genannt. So wie die anderen Streichinstrumente auch, hat sie vier Saiten. Und diese Saiten sind im Quintabstand gestimmt. Das heißt, das sind immer fünf Töne. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Die Saiten heißen G, D, A und E. Und ich habe als Kind noch den Werkspruch Geh, du alter Esel, gelernt. Ja, die Saiten werden gestrichen mit einem Bogen. Der ist aus Holz und da ist eine Bespannung aus Pferdehaaren dran. Meine ist schon ein bisschen alt, müsste ich eigentlich mal wieder erneuern. Und mit diesem Bogen streiche ich also über die Saiten. Ich kann relativ tief spielen. Und natürlich auch sehr hoch. Ja, nichts für empfindliche Ohren, aber so hoch spielt man normalerweise nicht. Das ist eher die Ausnahme. Ja, jetzt spiele ich euch noch ein schönes sommerliches Lied vor. Alle Vögel sind schon da. Was hier so schön nachklingt, das ist eine Bratsche. Die Bratsche ist das zweitkleinste Instrument aus der Violinenfamilie. Der Name leitet sich ab vom italienischen Viola da Braccia und das hieß Armgeige. Es gab auch eine Viola da Gamba, das ist dann die Beingeige, die wird so gespielt. Die Bratsche hier ist auch noch besonders schön, die hat hier so kunstvolle Schnitzereien. Eine Bratsche ist ein relativ tiefes Instrument. Also das tiefe C ist ein Ton, den ich schon gar nicht mehr singen könnte. Aber man kann auch sehr hohe Töne darauf spielen. Und man kann sogar noch ein bisschen höher spielen, ne? Seht ihr ja. So hoch kann ich auch nicht singen. Genau wie Geige, Cello und Kontrabass gibt es einen Bogen. Der ist entweder aus Holz oder aus Carbon. Dieser hier ist aus Carbon. Und der ist bespannt mit Pferdehaare. An den Pferdehaaren sind so ganz kleine Widerhäkchen. Und wenn die an der Seite reiben, reißen, dann entsteht dadurch der Ton, denn der Bogen, die Bogenhaare versetzen die Saite in Schwingung. Vielleicht kann man es sogar sehen. Ja, hier seht ihr die Saite, die schwingt so hin und her. Und die Schwingung der Saite wird durch den Steg auf das Holz übertragen. Das ganze Instrument klingt und durch die F-Löcher wandert der Klang dann nach außen. Und jetzt spiele ich noch ein schönes Lied für euch. Alle Vögel sind schon da. Thank you.
Cello vorstellen. Das gehört zu der Familie der Streicherinstrumente. Und es ist der große Bruder der Violine und der Bratsche und vom Kontrabass. Wir haben vier Saiten: A, B, G und C. Und wir haben einen Stachel, der uns hilft, damit wir das Cello nicht zwischen den Knien halten müssen. Und ein Bogen. Und ich spiele euch jetzt alle Vögel sind schon da vor. Familie der Gamben. Es gibt kleine und große und das ist eine ziemlich große mit 7 Saiten. Es ist ein historisches Instrument. Im Vergleich zum Cello hat es keinen Stachel. Wir halten es zwischen den Knien und wir halten den Bogen komplett anders. Und die Saiten sind aus Darm und wir können sehr gut Akkorde spielen. Und ich spiele euch was vor. Ja.